Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Sonntag in Rabenau-Kesselbach. Ein mit 4 Personen besetzter 3er BMW fuhr in Kesselbach in Richtung Geilshausen. Kurz vor der Lumda-Brücke verlor der 20-jährige Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, rutschte auf eine Betonmauer, hob dadurch ab, streifte 2 Koniferen, durchbrach einen Maschendrahtzaun und stürzte ca. 3 Meter in die Tiefe. Hier ist heute Morgen so gegen kurz nach 3 Uhr ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, ist hier an der Gartenmauer abgehoben und ist dann hier unten in die Lumda eingeschlagen. In dem Fahrzeug waren 4 Personen, 2 männlich, 2 weiblich. Die Insassen, die vermutlich aufgrund ihrer Kleidung von einer Faschingsveranstaltung kamen, wurden dabei schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Der 20-jährige Fahrer und eine 20-jährige Frau verstarben noch an der Unfallstelle. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass 2 dieser eingeklemmten Personen verstorben sind beim Unfall. Und die 2 schwer verletzten Personen wurden aus dem Fahrzeugwrack gerettet, im Rettungswagen dann intubiert und beatmet. Das heißt, sie waren schwer verletzt. Der 21-jährige Beifahrer, der noch die Polizei verständigen konnte, und eine 22-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt in Kliniken nach Gießen verbracht. Ein Sachverständiger muss nun klären, wie es zu diesem schweren Unfall kommen konnte. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Toten wurden in die Gerichtsmedizin zur Obduktion verbracht.